Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Heute laufen wir durch den Kanton Waadt. Mit einem Sicherheitsabstand von 2 Metern. Wir kommen vorbei beim Kloster Chomet-Moutier. Wir folgen dem Weg Sentier du Patrimoine im Kanton Waadt und laufen durch malerische Dörfer entlang von einem kleinen Bach namens Nozon. Wer die grasenden Vierbeiner liebt, trifft sie auf fast allen Weiden. Aber locken lassen sie sich nur schwer. Jetzt kommt der Pony-Profi. Er sieht mich gar nicht durch die Frisur durch. Vielleicht auch besser so. Wer weiß, wie gross die Enttäuschung von dem vermeintlich freundlichen Vierbeiner ist, wenn am Schluss doch ein Käserübli aufblitzt. Auf dem Weg nach Romain-Mottier begrüßt uns der Frühling. Sogar die Wälder sind mit einem feinen Blumenteppich beleidigt und wir freuen uns über die Farbenpracht. Wir wechseln von der Natur zu den Kulturinteressierten. Vor uns liegt Romain-Mottier. Der Ort ist bekannt für seine über 1000 Jahre alte Abtei. Das ehemalige Benediktinerkloster ist eine der kostbarsten Perlen, die die Region Yverdon-le-Bain hat. Wir haben grosses Glück. Nicht nur, weil die Abtei offen ist, auch der Organist ist da und spielt auf seiner Orgel. Andächtig hören wir zu und geniessen das romanische Bauwerk, das als eines der schönsten der ganzen Schweiz gilt. Die Geschichte von unseren Vorfahren lässt sich auf dem Wanderweg aber noch anders erfahren. Vom Kloster wandern wir auf der rechten Talseite vom Nozonbach nach Süden. Irgendwo auf dem Weg müsste ein Findling sein. Es sind ihm geheimnisvolle Zeichen eingraviert worden. Also Thomas, wo sind jetzt die Eingravierungen? Dort ist der Stein. Verpassen kann man den Pierre Gravet nicht. Der Weg ist gut angeschrieben. Jetzt wollen wir aber wissen, was es mit diesen Zeichen auf sich hat. Der Thomas wagt eine erste Interpretation. Die üben hier Freistoßvarianten ein, was beweist, dass der Fußball eben doch in Europa erfunden worden ist. Du meinst, die haben schon Fußball gespielt? Mit Steinhäufen oder was? 4000 vor Christus. Ja gut, die Idee ist nicht schlecht. Das ist der Ball. Das ist das Bein, das abwinkelte, das ist das Knie, das ist der Arm. Das ist alles stilisiert. Das ist natürlich Quatsch, das stellt eine Jagdszene dar, etwa 4000 vor Christus. Wir haben gerade etwa die Hälfte der Wegstrecke hinter uns. Langsam wird es Zeit für einen Mittagsrast. Das machen wir in Form von einem Picknick in einer kargen, aber nicht wenig reizvollen Landschaft. Wie man sieht, gibt es da sogar kleine Fußballturniere. Die Wälder auf unserem Weg laden eben nicht nur Wanderer ein. Viel zu schnell geht der Nachmittag vorbei. Es ist ein wunderschöner Weg. Man muss aufpassen, aber es ist schön zum Laufen. Kurz vor Schluss sind wir gespannt auf den letzten Höhepunkt. La Touffière, ein berühmter, moosbedeckter Felsen. Aus ihm heraus sprudeln verschiedene Quellen. Das Naturwunder hat seine Wirkung und natürlich müssen auch wir ein-, zweimal über den weichen Moosteppich laufen. Im Sommer nach einer langen Wanderung kann man da gerade seine Füße baden. Eine ideale Erfrischung.